Der Tulp ist ein schönes Lied, aber ich habe keine Übergardine. Dann lieber nur eine Übergardine. Aber sind das liegt die ganz bei Ihnen. Muster aus England schon da? England? In Italien, Italien meine ich. Ach nee, die sind kann ja... Kann Ihnen da auch was im Baum die hab ich ja. Herr Winkelmann, die Herrschaften da drüben suchen einen Wäscheschrank. Also wenn Sie mehr in Uni eingerichtet sind, ist es doch... Kann ich Ihnen irgendwie... Sie suchen einen Schlafzimmerschrank. Für Anzüge, wo man auch... Also diese... mit einer Stange und Fächern für Wäsche. Oh, und Schuhe. Ich weiß, was Sie suchen. Wo ist denn der Prospekt für die dänische Kombiserie? Da an der Kommode. Oder Chills. Das ist ein Restposten. Da könnte ich den Preis abnehmen. Der Vorteil der dänischen Kombiserie beruht auf ihren raumsparenden Abmessungen und ihrer durchdachten Innenausstattung. Das Modell Trulleberg müsste ich Ihnen eigentlich zeigen können. Ja, Trulleberg. Das ist der Trulleberg. Dieses Modell ist sehr solide verarbeitet. Ach bitte, ich wollte nur fragen. Ich komme gleich zu Ihnen. Was hatte ich? Ach ja, ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit zur Selbstmontage. Also wenn wir den erst selber zusammenbauen müssen. Das ist gar kein Problem. Sie heben die Deckplatte aus den Zapfen und lassen die Seitenteile ausklinken. Sehen Sie? Und wieder zusammen? Die Seitenteile wieder einklinken und mit dem Scherbolzen fixieren. Fräulein Hagebusch, wo ist denn der Scherbolzen für den Trulleberg? Mit 35% Polyesterbeimischung. Die hängt sich. Ach, würden Sie das einen Moment halten? Zu zweit geht es ganz einfach. Vielleicht wenn die Nähefrau hier und wenn Sie... Sie brauchen die Deckplatte nur leicht abzustützen. Ich habe eine Sitzgruppe. Eine Sekunde, ich wollte wissen, wo ist denn der Scherbolzen für den Trulleberg? Im Karton. Ja, im Karton? In welchem Karton? Neben dem vergammelten Baumwollwips. Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Oder in der Kommode in der mittleren Schublade. Oder Sie nehmen was Leichtes in Creme. Die dänische Kombiserie ist übrigens in fast allen Farben lieferbar. Auch in Eierschal. Eierschal passt hier überall rein. Wie sind Sie denn sonst so eingerichtet? Ja, bitte. Ich hätte gerne Slips. Größe 5? 6. Das ist reine Baumwolle mit 60%iger Polyesterbeimischung. Das Modell ist gesäßbetont, also dafür etwas knapper im... Ja, ja. Oder bevorzugen Sie es etwas knapper im Gesäß und dafür... Nein, nein. Ich schaue mal rasch ins Lager. Größe 5? 6. Hier wird man wenigstens freundlich bedient. Sie können nicht sagen, dass ich Sie unfreundlich bedient habe. Na, ich bitte Sie. Unfreundlich bedient? Nein, wir sprachen gerade von... Ich war vielleicht etwas unaufmerksam. Unaufmerksam, wenn ich runter ins Lager gehe? Sie sind ja auch gar nicht gemein. Ich hatte Ihnen nur gesagt, dass Streifen im Moment nicht gefragt sind. Sie haben das missverstanden. Sie werden doch hier nicht schlecht bedient. Seit 8 Jahren habe ich zufriedene Kundschaft. Wenn Sie mit meiner Bedienung nicht einverstanden sind. Ich habe mit der Dame gesprochen. Haben Sie kurzärmliche Hausjacken mit Zopfmuster? Ist irgendwas? Was war es denn eigentlich? Womit hätte ich Ihnen denn in meinem Geschäft? Ich habe eine Sitzgruppe in meiner Praxis, die ich beziehen lassen wollte. Eine Sitzgruppe? Und über eine andere Sache hätte ich mich auch noch ganz gern informiert. Aber wenn Sie so überlastet sind... Vielleicht können wir das jetzt bei einer Tasse Tee... Nein, das passt heute schlecht. Ach nee, ich habe ja auch meine Vereinssitzung. Und wenn ich morgen mit meinen Musterbüchern bei Ihnen vorbeikäme? Na schön. Ich gebe Ihnen meine Karte. Na, wann habe ich sie denn wieder? Vielleicht so gegen 11? Tja, dann.